Moin zusammen. Dieses Teil hier habe ich bei mir jetzt schon seit 3, fast 4 Monaten rumliegen. Und am Donnerstag, den 21.11., kommt es dann auch mal wieder bei Penny in den Laden. Und es war schon mal bei Penny im Laden, genau deswegen. Das ist Auflösung des Falles für 10 Euro mehr. Aber erstmal, bevor wir das hier besprechen, da müssen wir diesen Tag oder dieses Wochenende mal ganz besonders würdigen, beziehungsweise überhaupt diese Woche, eine Lücke wurde geschlossen. Ja, als echter Ostwestfaler, kein Lipper, muss man sich darüber ganz einfach freuen. Denn die A33-Lücke wurde geschlossen. Ja, man kann sie jetzt durchgehend befahren. Und zwar, ja, im Grunde genommen vom Sauerland an Paderborn vorbei, an Bielefeld vorbei, bis nach Osnabrück. Toll, ne? Alles vorm Teutoburger Wald und dann hinterher über dem Teutoburger Wald. Ja, was ist das Dolle daran? Nun ja, jahrzehntelang haben versucht, die Grünen, diverse Rote, aber auch gelegentlich die Schwarzen, je nachdem, welchem Wähler man da aufs Maul oder Honig ums Maul schmieren musste, dagegen gearbeitet. Und nachdem jetzt der letzte Frosch über die Straße getragen worden ist, die letzte Fledermaus umgesiedelt worden ist oder ihre behütete neue Heimat bekommen hat und etliche von diesen sogenannten Wildbrücken da drüber gebaut worden sind. Das ist fantastisch, wenn man da drüber fliegt. Das sind mehr Wildbrücken als sonstige Brücken da. Das ist so der Eindruck. Ist um den Tatenhausener Wald endlich mal diese umstrittene Trassenführung durchgeführt worden und jetzt endlich geschlossen worden. Tja, woran erinnern einen diese Farben? Ja, im Moment an nichts, nicht? Aber wir setzen diese ganze Sache fort. Und vor allen Dingen, was hat das hier mit so einem Schlagbohrschrauber zu tun? Ja, den Dreh kriegen wir auch noch hin. Also, zunächst mal waren es ja die Grünen, die einfach nur dagegen sind, weil sie ja immer gegen irgendwas sein müssen. Und die Fledermäuse und die seltenen sonstigen Viecher dort schützen müssen. Dann diverse Rote. Oh, hoffentlich habe ich jetzt nicht viel zu viel hier genommen. Und Rote und Rote, da gibt es ja verschiedene Farben. Tja, und gelegentlich war auch mal ein Schwarzer dabei, wenn seine Wähler besonders laut protestiert haben, da hat er dann gesagt, ja, dann bin ich auch dagegen. Fertig. Schwarz, ein bisschen. Weil so oft waren die da nicht dabei. Okay. Tja, und wer sich so ein bisschen mit Farbenlehre auskennt. Und genau wegen dieser Sauerei habe ich jetzt auch hier was darunter gemacht. Ja, wer sich so ein bisschen mit Farbenlehre auskennt, der weiß, worauf das hinausläuft. Pinsel und rühren. Schön rühren. Immer weiter rühren. No. Das kann man noch ein bisschen weiterführen. Und im Grunde genommen läuft das auf so eine schöne Farbe hinaus. Ja, da kommt dann sowas bei raus. Braun. Jawohl. Schön braun.
Woran erinnert einen das? An die hiesige Politiklandschaft. Nicht umsonst habe ich das ja auch gesagt. Schön braun. Und das entspricht der heutigen Politiklandschaft. Denn unter hartnäckigem Leugnen des Wählerwillens schließen sich alle zusammen, alle Parteien zusammen und bilden eine Mitte, wo sie meinen, das wäre dann die Meinung des Volkes und dementsprechend wird agiert und reagiert und regiert außerdem noch. Was wieder mal beweist, dass einer der ganz wenigen Jobs oder der einzige Job mit hoher Verantwortung, der von einem völlig Ungelernten durchgeführt werden kann, Politiker ist. Obwohl diese Leute in der Regel Rechtsanwälte und oder Lehrer sind, in der Mehrheit. Die sollten irgendwas gelernt haben, scheinen sie aber nicht gemacht zu haben. Was hat das jetzt mit der A33 zu tun? Nun, die A33 wurde ja schon angedacht 1939. Damals von Opa und Vater. Wer war damals an der Regierung? Solche Typen. Also diejenigen, die dann alles gleichgeschaltet haben. Leider haben sie sich dann nicht auf die A33 fokussiert, sondern auf ganz andere, weitreichendere Ziele. Wären sie mal besser in ihrem eigenen Lande geblieben, aber naja, so sind sie halt. So, in diesem Fall versuchen die ja mit ihrer Politik auszudrücken, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. So kann man die Weltherrschaft natürlich auch übernehmen. Dass man sich dabei ein bisschen sehr überschätzt, ist mir zum Beispiel vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, wo ich dann wiedergekommen bin aus Indien, von einer Rundreise aufgegangen. Nein, die 1,3 Milliarden Inder, denen ist das scheißegal, was die Deutschen hier machen. Die kommen auch ohne Deutschland wunderbar klar und die machen ihren eigenen Kram. Von den paar hunderttausend oder Millionen Deutschen, interessiert doch keinen, oder? Nee. Also nicht die Normalinder. So. Und das sind übrigens auch Menschen, die die gleiche Existenzberechtigung haben wie die Deutschen. Das darf man nicht vergessen. Wir sind nicht die Wichtigsten auf der Welt. Aber zurück zu dem Einheitsbrei, zu der Gleichschaltung. Möglicherweise wird das, was die erreichen wollen, nämlich die Gleichschaltung, in 1933 auch passieren. Diesmal nicht 1933, sondern 2033. Wir sind ja auf dem besten Wege dazu, weil uns werden ja diverse Denk-, Fühl- und Handlungsschemata vorgegeben und anstatt, dass das das Reichspropagandaministerium macht, macht das jetzt die vereinte rot-braune Presse. Die sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien, von mir und von dir auch zwangsweise bezahlt, teilweise sogar abonniert. Naja, und die verbieten es halt, dass die Putzfrau halt Negerküsse verteilt an kleine Kinder und solche Geschichten. Genau das, diese Regierung hier, die wir im Moment haben, die Braunen, nennen wir sie einfach mal so, wie sie sind. Denn es ist scheißegal, was du wählst. Es kommt immer hier auf die Mitte raus. Da, wir sind die Mitte. Ne? Haben wir jetzt ja erkannt. Denn die haben ja jetzt auch ein neues Energiegesetz, Energieeinspargesetz veröffentlicht, beziehungsweise wollen sie jetzt durchbringen durch die Gesetzgebung. Und da stehen unter anderem solche tollen Sachen drin, wie, ja, wir wollen CO2 einsparen und wir wollen also für mehr Nachhaltigkeit sein oder wir sind für mehr Nachhaltigkeit. Ja, sehr, sehr schön, sehr schön. Und ja, wir wollen Strom, unsere Primärenergie, wollen wir aus erneuerbaren Ressourcen schöpfen. Unter anderem Windkraft. Ja, immer mehr Windkraftbetreiber oder Windturbinenhersteller gehen pleite. Warum? Tja,
siehe A33. Es werden viel zu viele Einspruchsmöglichkeiten, viel zu viele Rechtsmittel ermöglicht, dass jeder zwar seinen Strom aus der Steckdose haben will, aber auf der anderen Seite bloß kein Windkraftwerk, bloß kein Kohlekraftwerk, kein Atomkraftwerk und nichts in seiner Nähe haben will. Naja, die Solarpaneele auf dem Dach, das geht ja noch. Okay, ich habe ja auch welche und deswegen kann ich da ein bisschen mitreden. Nein, jetzt zum Beispiel ist abends, nachts, da erzeugen die keinen Strom. Und bei Windstille oder bei Sturm erzeugen die auch keinen Strom. Nein. Die Atmosphäre ist nun mal so, wie sie ist. Die Tageszeiten sind so, wie sie sind. Und es gibt aber immer noch einen gewissen Strombedarf. Ja. Und dann gibt es von denen hier geduldete Aktivisten, im Grunde genommen nichts anderes als die moderne Umschreibung für Kriminelle, die zwar viel Strom brauchen, aber grundsätzlich dagegen sind. Ich will nicht sagen, dass diejenigen, die eine Windturbine in ihrer Nähe nicht dulden wollen, Kriminelle sind. Nein. Würde mich ehrlich gesagt auch stören, weil gerade dieser Stroboskop-Effekt und dann diese Lautstärke dieser Turbinen in der Nähe, das ist unglaublich störend, wirklich. Ich kann sie verstehen, aber bitteschön, wo soll der Strom herkommen? Wenn man dann so intelligent ist und diese schönen Windparks da draußen auf der Nordsee plant und die noch nicht mal richtig anbinden kann, auch weil alle möglichen Leute plötzlich gegen Stromtrassen sind, die man gar nicht mehr sieht, aber ja, wir sind dagegen. Warum? Weil wir dagegen sein dürfen. Da hört der Spaß aber langsam auf. Und alle wollen so Elektroautos fahren, das heißt also, sollen fahren können, dürfen. Und das geht aber nicht, weil wir haben zwar genug Strom, kriegen den Strom aber da nicht hin, wo er dann gebraucht wird, in den Mengen. Wenn wir jetzt zum Beispiel alle Benziner platt machen würden, vorausgesetzt die Technologie kommt mal so weit und so weiter. Da sind also jede Menge ungelöste Fragen, aber wir gießen das jetzt erstmal in Gesetzestexte und wehe, da ist einer gegen. Dann ist der ein Rechter, ein ganz, ganz Rechter. Ja, braun kann er schon mal gar nicht mehr sein, weil das sind die ja selber. So. Auf der anderen Seite, wenn man etwas gegen diese Klimaaktivisten sagt, jo, dann ist die Wurst aber warm. Oder gegen Migranten. Hoho, das ist ja alles politisch gewollt. Ich will nicht sagen, dass Migranten okay sind oder nicht okay sind. Wir brauchen dringend Nachwuchs, besonders aus Ländern, wo die Jugend noch so erzogen worden ist, dass sie vielleicht sogar arbeitswillig ist. Dass sie nicht die Grundeinstellung haben, ja, Stütze reicht und Anwesenheit in der Schule wird schon mit einer 3 oder mit Bestanden belohnt, sondern wo Leistung zählt. Und solche Leute brauchen wir. Das Wichtige ist nur, dass sie tatsächlich zu Deutschland gehören. Und zu Deutschland gehört wer? Ja, der sich zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hingezogen fühlt, beziehungsweise die anerkennt, sprich das Grundgesetz anerkennt. Das sind die inneren Werte, beziehungsweise die Rahmenbedingungen, die die inneren Werte dieses Staates ganz einfach schaffen. Ja, und wenn die aufgeweicht werden durch solche dümmlichen Äußerungen wie der Islam gehört zu Deutschland, oh, nein, das gehört da noch lange nicht, weil der Islam von Grund aus ist teilweise eine eigene, nicht nur eine Religion, sondern auch eine Anweisung zu einer Staatsführung. Das machen ja schon einige Länder. Ne? Siehe Indien, Pakistan, Bangladesch. Ja, deswegen haben sich ja damals 1949 Indien abgespalten oder Pakistan von Indien abgespalten. Klare Geschichte. Lese man mal nach, ne, wozu das führen kann. Und dann die diversen Staaten dort drumherum, die sich auf den Islam als Staatsreligion bzw. als Richtlinie für ihre Politik berufen. Möchtest du sowas? Nö, aber das ist Ziel, beziehungsweise das ist eine der Kernkomponenten des Islam. Und ich meine, so etwas gehört hier nicht hin. Ja.
genauso wenig wie Dinge, die damit zu tun haben. Das heißt also, alles unter den Schutz des Grundgesetzes zu nehmen, was das Grundgesetz grundsätzlich ablehnt. Frauen mit Kopftüchern zum Beispiel berufen sich auf den Islam, wollen aber den Schutz des Grundgesetzes haben. Passt das irgendwie zusammen? Nicht ganz. Ne? Doppelte Staatsbürgerschaft? Naja, gut, ich bin Bürger dieser Welt. Und als Pilot weiß ich, in der Luft gibt es keine Grenzen. Ja, ist richtig. Aber wenn man schon Staatsbürgerschaften hat, dann hat man eine. Meine ich. Und nicht viele. CO2-Minderung, Nachhaltigkeit. Das war einer der Punkte, von denen wir abgeschwiffen sind oder abgeschweift sind. Und jetzt müssen wir die Kurve hier wieder zu diesem Ding da kriegen. Richtig? Genau. Das hier, das lassen wir mal als Mahnmal da stehen. Eine der Kernkomponenten für CO2-Minderung, und zwar auf der ganzen Welt. Ja, diese Welt hört nicht an der deutschen Grenze, an der europäischen Grenze auf. Ja, da bist du überrascht, ne, jetzt. Aber ist klar, wenn du mal so ein bisschen durch die Weltgeschichte reist, dann merkst du, ja, woanders ist auch Luft und woanders fliegen Flugzeuge auch nach der gleichen Physik. Muss wohl alles gleich sein irgendwie. Ja, ist es ja auch. Und trotzdem sagt man, ja, ist uns doch egal. Wir versuchen hier in Deutschland alles möglichst erstmal nachhaltig zu bauen. Und wenn jeder seine eigenen Kartoffeln anbaut und wenn jeder seine eigenen Äpfel pflückt und die isst, dann erzeugen wir ja wenig CO2 und wenig Transportmöglichkeiten und, und. Aber, ja, auf das Handy aus China wollten wir doch nicht verzichten. Und die Kamera, die uns jetzt aufnimmt und der Scheinwerfer, der uns beleuchtet, auch diese Matten hier und ja, vielleicht der Tisch nicht, aber alles andere, was du so siehst und teilweise anhast und, kommt aus Fernost. Drücken wir es mal so aus. Ja? Also ohne den weltumspannenden Handel läuft gar nichts. Da kriegst du auch nicht diese Bohrmaschine. Aber die Frage ist natürlich, ist dieses Ding hier dann letztendlich nachhaltig? Taugt das was? Letztendlich ist das ja auch deine Entscheidung, wenn du dir so etwas kaufst. Wie bin ich jetzt überhaupt dazu gekommen, hier so etwas zu besprechen jetzt überhaupt? Weil, wie gesagt, ich hatte das Ding ja schon mal als super Sonderangebot oder so etwas in Anführungsstrichen gesehen bei Penny irgendwann im August. So. Und dann hatte ich es mir gekauft. Das hatte damals 50 Euro gekostet. Und zwar als komplettes Set. Ja. In dem Set waren drin die Bohrmaschine, der Koffer, Bedienungsanleitung und ein Ladegerät. Ja, und natürlich ein Akku. Ja. Akku 18 Volt, 1,5 Ampere Stunden. Anschlüsse. Tja. Das müssen wir nochmal klären. Ist der zu irgendetwas kompatibel? Dann haben wir hier das Ladegerät. Das, ja, ich mache es nochmal mit den schnell zu verbiegenden, schlecht ausgeführten Anschlüssen, die also wirklich hier frei in der Luft schweben und hat den unglaublich hohen Ladestrom von 1,8 Ampere. So. Man kann es nicht an die Wand hängen. Oder man kann es an die Wand hängen, muss es dann aber mit Strapsen irgendwie befestigen, sprich also mit Kabelbindern. Geht Gott sei Dank, da du den Akku hier abstehend von dem Ladegerät dann auch irgendwie da reinsetzen kannst, kannst das Ding also so senkrecht an die Wand hängen. Nicht so rum, weil es wird nicht verriegelt im Ladegerät. Gut. Nebenbei gesagt, wo ich den Koffer jetzt hier so an Solo hier habe, dieser Koffer ohne die Bedienungsanleitung,
Dafür, es gibt eine Ersatzteilpreisliste von der Firma USC GmbH. Und dieser Koffer hier, was meint ihr wohl, was der kostet? Also etwa 25 Euro. 25 Euro. Und woran erinnert das an? Naja, dafür kriegst du ein MacPack oder eine L-Box. Eine kleine. Das ist nur dafür zu gebrauchen. Hier. Für diese Einhell-Akku-Bohrschrauber. Und ein MacPack, eine L-Box, kannst du für viele Sachen gebrauchen. Nur mal so zum Nachdenken. Ja? Meine ewige Forderung war ja auch, oder nicht ewige Forderung, sondern eine der Forderungen, die ich da habe. Leute, schafft doch diese komischen spezialisierten Behältnisse, Transportbehälter ab und geht doch ein bisschen mehr auf die Systemkoffer, die man vielleicht mit anderen zusammenklicken kann, die man universeller verwenden kann. Meinetwegen auch als Butterbrotdose. No? Da fängt Nachhaltigkeit zum Beispiel an. Ich zeige euch mal die Ersatzteilpreisliste. Da könnt ihr selber nachlesen, was zum Beispiel so ein Ladegerät kostet. Solo. Oder was ein Ersatzakku kostet. Deutlich so bei 25 Euro, sagen wir es mal einfach so. Schlecht ist das Teil ja nicht, weil er hat hier zum Beispiel einen wunderschönen per Knopfdruck eine auslösbare Ladeanzeige, die man auch von unten auch separat sehen kann. Toll, gute Idee. Aber jetzt gucken wir mal, ob das zu irgendwas anderem kompatibel ist, also zu dem direkten Konkurrenten. Das ist Parkside. Und zwar Parkside mit dem hier. Oh, kennen wir ja. Den PSPSA 20 LIA1. Da ist das mit Sicherheit nicht kompatibel. So, zu der roten Linie hier, zu den roten Einhells, wie man sie eigentlich kennt. Das ist übrigens die Redline und das ist die Billigmarke. Ich war ja vergessen, warum habe ich das nicht erwähnt? Das ist die, ja, ich sag mal, die preiswertere für die Hobbyisten. Die Ausführung seit 2008 oder sowas schon. Von Einhell die Blue Line. Also, wenn du mal nach Einhell-Produkten suchst, such mal gezielt nach Einhell Blue Line. Es gibt dort eine Familie, ja, aber die ist wesentlich kleiner und eigentlich auch unbedeutender als diese von der Red Line. Und da wollten wir nochmal gerade gucken, passt auch nicht in den Koffer rein, ob die irgendwie kompatibel ist dazu. Nö, geht nicht, geht hier nicht rein. Und geht hier auch nicht rein. Null. Null Chance. Und das bei fast gleichen Preisen. Akkupreisen. Ja, schade drum. Wie ist er denn sonst so? Beziehungsweise, wann kann man denn den erstmal wo bekommen? Also wie gesagt, man kriegt ihn bei Penny. Hier so. Bei Penny ab dem 21.11. und die haben dann auch gleich noch ein bisschen Zubehör und Penny selber in seinem Shop, in seinem Webshop, bietet auch das ein oder andere Einhell Blue Line Gerät an. Ja, wir haben es jetzt Samstag und bis Donnerstag kann man sich ja noch viel überlegen, ob man das dann gerne haben möchte. Da gab es doch noch so ein Angebot. Und zwar, ja klar, natürlich, von Aldi. Hier, ab Montag, dem 18.11. Die da, kennen wir doch. Ferrex. Jo, ist jetzt Ferrex plötzlich wieder im Vormarsch? Weiß ich nicht. Wenn man sich das anguckt hier, wie groß der Produktumfang bzw. wie groß die Familie ist, von Aldi Ferrex, dann sieht man, ja, Aldi Ferrex, da fehlen noch zwei Sachen. Mindestens zwei Sachen, nämlich einmal die Bohrmaschine und einmal den Akkuwinkelschleifer. Wo sind die denn? Auch wenn man sie nicht bewirbt, hier stehen ja auch ein paar Gartengeräte drin,
kann man sie ja trotzdem in der Familie ausführen. Oder sind die jetzt ausgesondert worden? Das Problem ist, Aldi hat ja selber keinen Internetshop. Du kriegst den Kram halt nur im Aldi-Supermarkt selber und wenn die nichts haben, haben sie nichts. Ende. Du kannst nicht so wie bei Parkside und wie bei Einhell, also die roten Maschinen, da einfach mal irgendwas nachordern oder bestellen. Nö. No. Wenn weg, dann weg und den Service in Anführungsstrichen, den macht dann Aldi Supermarkt selber. Das heißt, du bringst dein Zeug dahin und dann sieht es nämlich düster aus. Es ist wirklich so, dass dann diese Maschinen eigentlich weggeworfen werden. Ja, wenn sie nicht mehr zu gebrauchen sind, wenn irgendein Defekt da dran ist, tschüss. Genauso sieht es übrigens auch bei den Einhell-roten Maschinen aus. Ja. Reparieren. Selbst diese Dinger hier, wenn man sich das mal vorstellt, dieses Teil hier ohne den Akku, hat ein UVP von 99 Euro. Ja. Verkauft wird es irgendwo zwischen 55 und 85 Euro. Aber das ist eine Menge Kohle. Und wenn da irgendwas dran ist, tschüss. Und die sowieso. Da sind wir wieder voll beim Thema Nachhaltigkeit. Und wer ist dafür letztendlich zuständig, das umzusetzen? Du und ich. Genau. Und dazu brauchen wir kein Energieeinsparungsgesetz und solche Geschichten, sondern wir sollten selber sehen, dass wir die Produkte kaufen, wovon wir den meisten Nutzen haben, die uns die wenigste Energiekosten, weil Strom wird natürlich durch dieses Energieeinsparungsgesetz teurer, ist ganz klar, ja, wie immer, die auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her am besten sind. Jo. Und das hier haben wir ja gesehen, obwohl es natürlich einige Fanboys gibt davon, die das alles ganz toll finden, dass das nicht unbedingt so toll ist. Und so wie ich gesehen habe, eine ziemliche Mehrheit ist auch der gleichen Meinung. Zu der Maschine. Erstmal zu dem Preis. Also, richtig, 39,99 ne, hier. Ab Donnerstag, 21.11. In diesem Lieferumfang. Der einzige Unterschied, den ich im Moment erkennen kann, ist, dass dieser Koffer hier, genau, da, der kleine Koffer hier, der ist ein bisschen anders ausgeführt als er hier. Wenn man das hier sieht, er hat hier so Metallschnallen und der andere hat irgendwelche blauen Plastikschnallen. Wie die Innenaufteilung ist, das weiß ich dann nicht. Aber außen sieht das schon mal absolut gleich aus. Wir hatten ja gerade festgestellt, die Akkus sind zu nichts anderem kompatibel. Du musst also oder solltest vielleicht zusehen, wenn du etwas Nachhaltiges haben möchtest, dass du mit der ja, Einhell-Blau-Familie da irgendwie warm wirst und sagst, ja, die haben die Produkte, die ich gerne haben möchte und davon möchte ich mir noch mehr anschaffen und die betreibe ich dann mit einem Akku. Gibt es auch, aber wie gesagt, sind lange noch nicht so stark vertreten wie diese Einhell-Rot. Und bei Einhell-Rot gibt es ja auch diverse Sonderangebote zusammen mit Akkupacks und dann kann man da zuschlagen und dann sind die eigentlich, ja, fast konkurrenzlos preiswert. Weiter zu dieser Maschine hier. Sie ist griffig, sie ist nicht allzu schwer. Drehmomentcheck mit dem Einhell-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber 18 Volt und zwar dem BT-ASBS 18-2 LI-I Einhell 2019-5. Ja, 18 Volt ist aufgeladen. Genau, einreich 1,5 Ampere-Stunden Akku. Ja. Das Ganze natürlich in der Bohrstufe. Erster Gang mit einem hoffentlich besseren Adapter auf 1,5 Zoll. Schön ein Radialverriegelung. Den bewährten Drehmomentmesser von 4 bis 240 Newtonmeter und aus den Schlagschrauber-Tests
die bewährte Schlagschraubernuss No Name China, damit wir auch das volle Drehmoment wirklich übertragen können. Hier M12er Schraube läuft im für den harten Schraubfall direkt auf Unterlegscheibe, Mutter mit Schlüsselweite 19. Jo, und dann fangen wir mal an. Hier haben wir 29. Und der erste Schlag war nur 20. Naja, haben wir ein bisschen gezögert. Nächste. Der erste Schlag war bei 25,1. Nochmal. Siebenundzwanzig, 26,7. Ja, halten wir also mal fest, so zwischen 26, 29 kriegt das Ding irgendwie hin. Sollte man da noch einen Handgriff für haben und die Hand nicht so schlagen können, was ja auch einiges an Drehmoment abfedert, dann kriegt man sicherlich vielleicht noch über die 30 Newtonmeter hin. Gut, aber das soll es für uns jetzt erstmal gewesen sein. Drehmoment haben wir ja getestet. Bringt so irgendwo zwischen 25 und 30, sagen wir mal. Was bringt dieser Konkurrent? Ja, vom Gewicht her ungefähr das gleiche. Wollen wir nicht aufs Gramm genau wiegen. Features haben sie beide das gleiche. Beide sollen maximal 40 Newtonmeter bringen. Die hier hat noch einen Handgriff, aber wie gesagt, dieser große Konstruktionsfehler, dass das Gehäuse dann hier an dieser kleinen Schraube ausreißt. Man lässt es am besten sein mit diesem Handgriff. Dann könnte die auch einigermaßen lange leben. Das Bohrfutter kann man bei der ja abschrauben, das haben wir ja schon mal getestet. Und bei der hier... Das Bohrfutter ist übrigens ein Metallhülsenbohrfutter. Für den Preis schon mal gar nicht so schlecht. Und lässt es sich denn im Fall des Falles entfernen? Gucken wir mal gerade nach. Links Gewinde, rechts raus. Das ist irgendwie hier so. Ja, klar, das ist der Schlaganteil beim Bohrer. Da muss er ein bisschen federn. Das geht schon mal. Ein Radialbohrfutter. Hört man? Ja, ich habe es ja vorher schon mal ausprobiert. Klar. Mit einem ja, ein recht preiswertes Bohrfutter von, was steht da? San-U. Ja. 3/8 Zoll Aufnahme und diese ganze Konstruktion, die kommt uns doch irgendwo eher bekannt vor. Das hier und bis hierhin. Techlife, der 18-20 Volt Akku-Schlagbohrschrauber von denen. Obwohl die hier ist ja nun bei der Drehmomentmessung deutlich stärker. Ja, sehr positiv. Also man kann das Bohrfutter aus. Das ist auch gut. Hand fest. Ja, wenn man das jetzt langsam dreht, ja, merkt er was?
Der Spindellok ist nicht der beste. Vorsichtig. Ja? Eine Maschine mit einem guten Spindellok darf sich das einfach nicht drehen. So. Linksrum fest. Auch handfest. Und fertig. Der Rundlauf des Bohrfutters. Schauen wir mal. Ich nehme den mal da vorweg. Ich hoffe, wir können das dann so sehen. Ich schlage den mal hier einfach an. Erster Gang, ne? Und mal gerade in den zweiten Gang schalten. Naja. Dieser Bohrer ist eigentlich sehr gerade. Ich check den nochmal gegen eine andere Bohrmaschine. Ja, also nur um das mal zu verifizieren. Dieses Bohrfutter läuft deutlich ruhiger als das hier. Also, na gut, niemand hat behauptet, dass das Teil hierfür Präzisionsarbeiten taugt. Auf der anderen Seite ist das Gehäuse aber sehr stabil. Das gefällt mir sehr. Wir erinnern uns ja auch an den TechLife, wo dann bei der Drehmomentverstellung schon man merkte im Gehäuse, also hier im Handgriff schon, dass ich das ganze Gehäuse verdreht hatte. Das tut es wenigstens nicht. Das ist gut. Das ist griffig, ja, ganz klare Sache. Obwohl es hier außen ein bisschen martialisch aussieht. Es hat auch keine irgendwie Gummipuffer und so. Es ist voll aus Plastik zum Ablegen, aber braucht man ja auch nicht. Obwohl, ja, es sieht so ein bisschen so aus wie diese TechLife-Maschine. Die hat ja hier vorne auch diese Schräubchen und das lässt sich nur dann öffnen, wenn man hier alles wegnimmt und dann das Bohrfutter abnimmt, das Ganze hier vorne zerlegt. Tja. Ja gut, versuchen wir es halt. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir das Ganze hier so auseinanderkriegen. Nein. Das heißt also definitiv, es muss hier vorne alles auseinandergenommen werden. Und wie bei dem TechLife, hatte ich ja schon mal gezeigt. Und dann kommt man erst an die Komponenten ran. Wobei dieses Teil hier von der Drehmomentverstellung außen beziehungsweise dann hinterher die Schlagschrauber-Geschichte relativ komplex ist. Und das dann wieder zusammenzufummeln ist auch nicht das Einfachste. Ja. Hier kann man auch mal einen kleinen Einblick gewinnen in diese Geschichte. Ja.
willst du Wartung machen? Lohnt sich nicht. Lohnt sich wirklich nicht, weil keiner wird dieses Teil hier dann auseinandernehmen wollen und zusammensetzen wollen. Da sitzt du, auch wenn du Routine hast, doch einige Zeit dabei. Musst du machen, um, wenn du irgendwas am Motor hast, zum Beispiel eine Kohlebürste wechseln oder so. Das Ding ist einfach Schrott dann. Ja, so ist es. Das ist in meinen Augen auch nicht so gebaut, dass man es warten kann. Da ist sogar der hier noch besser gebaut, das habe ich ja mal gezeigt. Den kann man wenigstens so in diesem Zustand auseinandernehmen, das heißt Akku abnehmen, so auseinandernehmen, dann kommt man wenigstens an die Komponenten, Getriebe, Motor ran, wenn man mal was tauschen muss. Ja, das ist doch ein bisschen wartungsfreundlicher als diese ganze Geschichte, die man hier verbaut hat. So, da haben wir das Ding wieder zusammen, inklusive des Akkus. Und wo wir es jetzt gerade hier auf dem Tisch liegen haben, da gucken wir uns das doch nochmal gerade an, wie das mit dem teureren Brushless-Gerät ist, ob man hier das einfach so abziehen kann. Tralala. Also die Schrauben sind jetzt zum Beispiel die gleichen wie bei dem hier, ne? Interessant. Ja, das ist also den ganzen Kram. Muss ich vorher abschrauben. Also nochmal festschrauben. Ja, aber das gegen den Druck. Gegen den Druck der Feder hier arbeitet. Ganz große Klasse. Wenn man das nicht festhält, dann hat man ein Problem. Aber die Schrauben sind ja alle gleich. Genau. Ja. Hier übrigens mit nicht mit einer Feder, sondern mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einzelfedern. Ja. Und die gehen auch nicht auf Kugeln, sondern auf Stahlzylinder. Also muss man das Ganze jetzt auch nochmal zerlegen. Die Stahlzylinder, hier so kleine Kugeln drin und da sind dann die Bahnen dazwischen. Ja doch, jetzt geht's.
Jetzt geht's. Okay. Ah, das Gummi haben sie hier reingedrückt. Aber man sieht deutlich Metallgehäuse. Ja. Schön gemacht. Druckguss. Genau. Und jetzt das Übliche, hier die Schrauben rundum öffnen, losziehen, fertig. Ohne zerlegen. Halt, so. Und die Scheibe hier vor, nicht vergessen. Naja, dann funktioniert das auch. Okay, setzen wir das Ganze mal wieder zusammen. Also das ist hier deutlich, ich sag mal, reparaturfreundlicher als der Kram hier. So, also diese Maschine hier läuft wieder und die ist doch viel einfacher zusammenzusetzen und auseinanderzunehmen wie die hier. Ich hatte immer wieder erwähnt, Preis. Tja, der direkte Konkurrent ist er hier. Und dann legen wir mal die Sachen so ein bisschen an die Seite. Er hier wurde ausgeliefert. So. Und die hier so. Das heißt also, wenn wir das mal so sehen. Oh, beide kosteten gleich viel. Das heißt also, er hier, der Parkside im Sonderangebot 50 Euro mit zwei Akkus, dem deutlich stärkeren Lade, also 2 Amperestunden Akkus, einem deutlich stärkeren Ladegerät mit 2,4 Ampere, Handgriff und eben eine Bohrmaschine, Koffer. Und er hier, Drehmoment gleich, ansonsten die Funktionen gleich mit einem einzigen Akku. Platz ist noch für einen zweiten Akku. Platz ist aber auch hier noch für einen größeren Akku. Aber ja, versucht man einen größeren Akku zu bekommen. 1,5 Amperestunden und das Ladegerät eben 1,8 Ampere Ladestunden. Das ist es. Ja, man muss einfach sagen, das deutlich preiswertere Angebot war natürlich Parkside. Die umfangreichere Familie, mehr Auswahlmöglichkeiten, ständigere Verfügbarkeit hat eben Parkside. Wir wollen gar nicht von dem roten Einhell reden. Also die sind mal ein bisschen außen vor, sind aber auch relativ teuer. Wenn man sich das dann so überlegt, dann muss man sagen, ja gut, wenn man schon im preiswerten Segment, im preiswerten Teich fischt, muss es dann eben eine Einhell sein, muss man sich eben überlegen. Bis Donnerstag hast du ja eigentlich noch Zeit. Ich habe diese Maschine jetzt deswegen behalten, um dir als mahnendes Beispiel vorzuführen. Sie ist nicht preiswert, sie ist eher billig. Sie ist wegen der Reparaturunfreundlichkeit und wegen der sonstigen schwachen Daten vom Akku und vom Ladegerät eher ein Einmalprodukt, ein Einsteigerprodukt. Das ist aber auch ein Einsteigerprodukt, ja. Nur die Verwendbarkeit dieses Akkus grenzt natürlich den Anwenderkreis noch stärker ein. Hier kannst du auch die großen 4 Amperestunden Akkus einsetzen, während bei denen hier bis zu 5,2 Amperestunden plus Akkus gibt und ein viel größeres Sortiment da ist. Nur wenn man sich dann für diese roten Maschinen entscheiden sollte, ja, dann kannst du auch gleich zum Beispiel zu den preiswerten Profigeräten greifen, nämlich Makita. Bei Makita gibt es dann Nachbauakkus, Nachbauladegeräte, also die ganz teuren Komponenten, wie zum Beispiel Akkus. Die Geräte selber
werden natürlich zu schwankenden Preisen angeboten, mal relativ niedrig, mal relativ hoch im Preis. Das muss man sich mal überlegen und da würde ich ganz einfach sagen, nicht zu schnell entscheiden. Kommt immer auf dein Projekt an. Wenn du nur mal eben ein paar Löcher bohren willst, muss man ganz klar sagen, dann macht diese Maschine ihr Ding. Nur, wenn irgendwas da dran sein sollte, ist ein Wegwerfprodukt. Ganz klare Geschichte. Die wird auch weggeworfen. Ja. Meinst du, hier Kompanass agiert da anders als ISC? Nö. Die Teile sind so preiswert, nein, billig, dass sie dann eben entsorgt werden. Ist so. Selber was dran machen kann man an diesem Gerät eher als an dem hier. Ja, ich hatte es ja vorgeführt. Zum Beispiel auch bei TechLife, da ist das ja parallel. Du musst den ganzen Witz hier vorne abschrauben, um da hinten irgendwo hinzukommen an essentielle Sachen. Das lässt sich dann einfacher von jemandem selber auch noch handeln. Wenn du jetzt zum Beispiel hier einen zweiten Akku haben willst, dann gilt das alte, mein alter Spruch, kauf dir einen zweiten Satz. Für 40 Euro, der Akku selber kostet schon mal 25 Euro. Ja, wenn du ihn alleine haben willst, dafür lohnt es sich jetzt nicht, den selber noch zu bestellen. Du zahlst dann noch Versandkosten dazu, bist bei ungefähr 30 Euro. Dann hast du den ganzen Küssel hier für 10 Euro extra. Wie immer bei den preiswerten Geräten, Anschaffung von Einzelteilen ist da eher nicht lohnend. Überleg dir ganz genau, für was du das haben willst, ob du noch weitere Geräte haben willst, weil wenn du das nicht brauchst, wenn du jetzt nur einfach eine Bohrmaschine suchst, dann gibt es mit Sicherheit entsprechende Sonderangebote, leistungsfähigere Maschinen, zum Beispiel bei eBay, guck dir das mal an. Es gibt tausende von China-Maschinen, die mit besseren Akkus auffahren. Das wäre dann die direkte Konkurrenz. Bei einem etwas größeren System, das aber noch relativ preiswert ist, da muss man sagen, ja, guck dich eben zum Beispiel bei Parkside um. Und ansonsten geht es eben in die Region Einhell. Der fließende Übergang zu Makita ist wirklich fließend, weil die haben deutlich leistungsfähige Geräte. Teilweise für geringere Preise, Systempreise, da gehört immer der Akku dazu, ein Ladegerät. Dann kommt es darauf an, welche Familie du haben möchtest, also wie viele Akkugeräte du dann noch zu haben möchtest. Keine leichte Entscheidung, aber ich denke mal, wenn schon unsere Damen und Herren Politiker nicht nachdenken, dann sollten wir das wenigstens tun. Okay? Ja, und wegen Nachhaltigkeit ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Wir haben jetzt versucht, so nachhaltig wie möglich mit einem Möbel, einer Möbelgarnitur umzugehen. Aber jetzt muss sie halt einer anderen, etwas bequemeren Lösung weichen. Und vielleicht habt ihr ja auch Interesse daran. Und ich habe mal ein paar Fotos und einen kleinen Clip gemacht. Wie gesagt, bis zum 24.11. habt ihr in diesem Fall noch Zeit, euch vielleicht das mal zu überlegen. Wäre schön, wenn sich jemand dafür interessieren würde oder jemand kennt, der einen kennt und so weiter, der sowas braucht. Ansonsten geht die leider voll funktionsfähig, wie auch diese Bohrmaschinen hier teilweise, ab in die Presse. Wäre sehr schade. Ja. Dieses teure Lederpflegemittel gehört dazu. Zu was denn? Zu einer Couchgarnitur. Leider muss dieses tolle Teilchen hier inklusive des Hockers, Fußhockers, inklusive des separat angefertigten Couchtisches eines schmalen Zweisitzers und eines breiten Zweisitzers seinen Platz räumen. Etwa 30 Jahre alt, immer gepflegt worden, bis auf die normalen Abnutzungserscheinungen, tipptopp in Ordnung. Und damals ein, ja, wie heute auch zeitloses Möbel mit damals
noch ja ziemlich revolutionären Eigenschaften, nämlich man kann dieses Rückenteil, den Kopf, verstellen und durch Anlehnen auch noch alle Sitze fast bis in die Liegeposition bringen. Der große Nachteil ist, und deswegen muss das Teil leider gehen. Meine Partnerin hat gesagt, wir brauchen etwas, um die Füße vorne hochzulegen. Und das hatten diese Teile damals nicht. Und was kommt? Das wird etwas sein, wo man die Füße hochlegen kann, ohne Aufstehhilfe. Versteht sich. Und mit so einem integrierten Tischchen dazwischen. Länge hier ca. 1,90, das hier ca. 1,60, Höhe etwa knapp einen Meter, je nachdem, wie weit man das hier klappt und ausfährt. Das Ganze ist Echtleder, komplett rundum. Wurde also ständig auch mit Lederpflegemitteln behandelt, die ganze Zeit über, und ist dementsprechend ein richtig guten Zustand. Da knarrt nichts, da knackt nichts. Kann sich da einfach draufsetzen, jetzt benutzen für seine ja, Ferienwohnung, für seinen Hauptwohnsitz, für was weiß ich nicht alles. Aber Madame sagt, wir legen nicht mehr die Füße auf den Tisch oder so etwas, sondern es muss eine Fußstütze her. Gut, und da jetzt nur einen einzelnen Sessel zu nehmen, weiß ich nicht. Hier innen drin steht überall NPO, E-N-P-O. Auf einem Armlehnen und Kopfpolstern. Vielleicht kann jemand was damit anfangen. Ja. Nachhaltig bauen geht so, man muss es nicht wegwerfen, finde ich, und dafür auch noch Entsorgung zu bezahlen, ist einfach eine Schande. Dann lieber jemanden geben, der Interesse hat, der es vielleicht noch benutzen kann. Rauchfreier Haushalt, tierfreier Haushalt, ganz klar, die ganzen Jahre über. Und wenn es geht, bitte alles zusammen abholen. Ohne Deko, versteht sich, mit dem Lederpflegemittel. Kostet richtig viel Geld, das Ding. Ja, was fällt mir sonst noch dazu ein? Sollte sich jemand bis zum 25.11., ich gucke nochmal nach, genau, Montag, der 25.11., und zwar irgendwann im Laufe des Tages. Ich würde mal sagen, bis zum 24.11. muss das hier weg sein. Denn am 25.11., wir schreiben jetzt den 16.11., ist also nicht weit hin. Denn am 25.11. wird die Nachfolge-Couch-Garnitur geliefert und ja, dann nehmen die Spediteure diese hier mit. Und die wird dann höchstwahrscheinlich, weil die ja, Gebrauchtwarenhäuser und, die hier in der Gegend sind, in der Paderborner Gegend sind, sind alle voll, haben alle genug Möbel, auch gutes Zeug und können und wollen auch nichts abholen oder auch nichts angeliefert bekommen. Die haben einfach nur genug. Egal von welcher Qualität und von welcher Quantität. Und das ist schade. Also wie gesagt, am 25. wird das abgeholt,
in dem Moment, wo das Neue geliefert wird, und dann entsorgen die das dann kostenfrei. Für uns Sperrmüll würde so etwas irgendwo zwischen 70 und 100 Euro hier kosten. Und das würde dann in dem Moment rein finanziell überhaupt keinen Sinn machen, das auch noch dann an die Straße zu stellen. Also, wie gesagt, zugreifen. Wenn jemand Spaß daran hat, es passt eigentlich in jede, vom Design her, in jede Wohnlandschaft rein, vorausgesetzt, man hat etwas Platz. Und dort kann es dann noch weitere 30 Jahre oder wie viel seinen Dienst ohne weiteres verrichten. Überlegt's euch.